Willkommen zur Mai-Ausgabe von Tiebreak, dem Videomagazin des Deutschen Tennisbundes. Wir sind zu Gast beim Nürnberger Versicherungscup. Ich freue mich sehr, dass Annalena Friedsam sich ein bisschen Zeit genommen hat. Hallo, ja, Anna. Ich freue mich auch. Nur das mit dem Wetter haben wir ein bisschen anders geplant. Das war heute ein ziemlich nerviger Tag, glaube ich, oder? Ja, wir sind schon relativ früh aufgestanden. Wir konnten uns zum Glück noch einschlagen heute Morgen. Da sah es ja noch ganz gut aus, aber ja, mein Match hat leider nicht mehr stattgefunden heute. Ein weiteres Match auf deiner Comeback-Tour nach längerer Verletzungspause. Wie geht's dir im Moment? Ja, im Moment geht es mir echt gut. Ich bin froh, so hochklassige Turniere wieder spielen zu können. Und ich merke richtig, wie ich von Turnier, ja, zu alter Stärke auch wieder finde. Erzähl mal den Tennisfans, die nicht ganz so nah dran sind, deine Geschichte, deine Verletzungshistorie. Ja, ich hatte im Dezember 2016 meine erste Schulter-OP, letztes Jahr im April dann die zweite. Aber man kann eigentlich sagen, dass ich seit Wimbledon 2016 ja, ziemliche Schulterprobleme hatte und auch nicht wirklich spielen konnte. Ja, das hat halt insgesamt jetzt sehr lange gedauert, aber ich denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung und ja, ist für mich jetzt dann auch abgeschlossen. Was war, doch noch einmal zurückblickend, das Schwierigste in dieser Zeit für dich? Ja, in erster Linie meinen geliebten Tennissport nicht ausüben zu können. Auch das Tourleben hier, auch der Wettkampf einfach, das liebe ich. Und das war für mich das Härteste. Man muss sich ja dann, kann ich mir vorstellen, so einer Zeit auch ein bisschen neu organisieren. Man hat unglaublich viel mehr Zeit zur Verfügung als vorher. Was hast du damit gemacht? Ja, also so viel mehr Zeit hat man auch nicht, weil man sehr viel Zeit wirklich in Physio-Aufbautraining investieren muss, was natürlich ja, sehr hart und zäh auch für mich war, weil es nicht immer Spaß ist. Aber sonst, klar, hat es ja natürlich auch ein bisschen mehr Vorteile. Ich konnte mich verabreden, konnte vielleicht auch schöne Urlaube planen und ja, diese Vorteile habe ich dann sozusagen genutzt. Jetzt bist du gerade auf dem Weg zurück. Es gibt ja, also gut, erstmal Siege feiern ist klar, aber verschiedene Möglichkeiten, welche Turniere man spielt, Wildcards wie hier in Nürnberg. Es gibt auch das Protected Ranking, das vielleicht nicht jedem was sagt. Erzähl mal kurz, wie funktioniert das? Also ich habe das Ranking, was ich vor meiner Verletzung hatte, das wird sozusagen eingefroren. Das ist in dem Fall jetzt Position 50. Und das darf ich für insgesamt 12 Turniere benutzen. Also ich habe jetzt noch ein paar übrig. Und das ermöglicht halt gerade auf der Damentour Spielerinnen, die lange verletzt sind oder eventuell ein Kind bekommen, auch wieder zurückzukommen. Und das nutzt man dann natürlich für die etwas größeren Turniere. Bei kleineren Veranstaltungen, gerade in Deutschland, gibt es dann die Wildcards. Wir wollen uns mal beispielhaft so ein Turnier angucken. Da wird nämlich großartige Arbeit geliefert, auch im Challenger Circuit. Wir waren nämlich zu Gast beim Neckar Cup in Heilbronn. Weltklasse-Tennis hautnah, hieß es Mitte Mai in Heilbronn. Zum sechsten Mal fand der Neckar Cup statt und zog wieder mal zahlreiche Top 200 Profis auf die Anlage zwischen den Weinbergen. Das Turnier ist für viele die Vorbereitung auf die French Open Qualifikation und hat sich längst auf der ATP Challenger Tour etabliert. Chabby mit seinem Team zusammen haben eine extrem familiäre Umfeld geschaffen, plus ja, die Anlage einfach so präpariert, dass die Spieler sich hier wohlfühlen. Die Spieler haben einen riesen Spielerbereich in der Dreifeldhalle, die umfunktioniert wurde zu einer Players Lounge. Es ist wie ein ATP-Turnier und dann natürlich mit den Zuschauern noch, die hier regelmäßig auch kommen und zu einer guten Atmosphäre beitragen, ist es natürlich das Rundumpaket. Das sorgte dafür, dass der Neckar Cup 2018 zum zweiten Mal in Folge zum besten Turnier weltweit auf der Challenger Tour ausgezeichnet wurde. Vor allem die deutschen Spieler mögen es in Heilbronn. In diesem Jahr ging 14 an den Start, darunter viele DTB-Talente wie Vorjahressieger Rudi Mollecker, der damit in die Fußstapfen von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff trat. Für einen Challenger hat man hier alles. Man hat das Essen, man hat genug Trainingsplätze, man kriegt immer Bälle, wenn man braucht. Also ich meine, die Organisation ist top. Man hat auch so ein Kart-Event, das auch sehr besonders ist. Es ist cool, auch als normaler Mensch da zu sein und nicht immer dieses Turniergefühl zu haben. Für mich ist es fast zu Hause, deswegen ist es schon mal ein Bonus an sich, dass ich es nicht weit nach Hause nach Stuttgart habe.
Und dann glaube ich vor allem das Turnier, das gibt sich enorm viel Mühe mit den Mitarbeitern, mit dem Turnierdirektor Chebi. Die wollen wirklich, dass sich die Spieler wohlfühlen, die helfen aus, wenn man irgendwelche Probleme hat. Und deswegen glaube ich, dass das eins der besten Turniere ist. Aber nicht nur die Profis kommen auf ihre Kosten. Turnierdirektor Metehan Cebeci und die Organisatoren, seine Frau Mine und Tom Bucher, bieten den Zuschauern ein umfangreiches Programm. Die ersten paar Jahre haben wir jeden Abend nach dem Spiel im Eventset Angebote gehabt mit Live-Musik, Comedy, Talkrunde und so weiter. Das haben wir seit 2 Jahren reduziert, weil wir die Night Session haben jeden Tag. Das letzte Spiel wird vor 19, 1930 fängt kein an. Letztes Jahr haben wir 2-mal sogar bis 22:30 gespielt. Tennisspielen unter Flutlicht, nicht das einzige Highlight. Denn dem Turnierslogan entsprechend sind die Fans bei Matches und Training ganz nah dran an den Profis. Der Neckar Cup, ein ATP Challenger mit ganz besonderem Flair. Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf deine Verletzungspause. Hättest du Tipps für jüngere Spielerinnen, wie man mit so etwas umgehen kann, oder ist das wirklich extrem individuell? Ja, es ist in erster Linie schon sehr individuell. Ich meine, bei mir war es ja auch wirklich eine extreme Verletzungszeit von 2 mal 9 Monaten sozusagen nach der OP. Aber ich denke, was vor allem sehr wichtig ist, dass man ein gutes Umfeld hat, das auch die Ruhe bewahrt, dass man Freunde hat, auch in solch einer Zeit, eine gute Familie. In dieser Zeit steht nun mal nicht das Tennis im Fokus. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man ja, sich die Zeit mit anderen schönen Dingen des Lebens verteilt sozusagen. Jetzt bist du ja noch sehr jung, aber wie präsent ist vielleicht an dem einen oder anderen Tag während so einer Zeit auch mal der Gedanke an die Zeit nach der Karriere? Was könnte ich sonst noch machen außer Tennis spielen? Also diese Phasen gab es auf alle Fälle auch. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Ich meine, nach der zweiten OP wusste ich auch nicht genau, wo stehe ich jetzt, werde ich es nochmal zurückschaffen. Aber für mich stand nie außer Frage, es nochmal zu probieren. Jetzt bin ich wieder hier und hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht. Du hast den familiären Rückhalt schon angesprochen, sind ja auch sehr häufig bei den Matches dabei. Ich glaube, dein Bruder hat dich auch mal so ein bisschen trainiert, kann man das so sagen? Nee, trainiert jetzt nicht, aber wir sind halt beide sehr sportbegeistert und da wurde auch keine Rücksicht genommen früher, als wir Fußball gespielt haben, und deswegen bin ich da, denke ich, schon durch eine harte Schule gegangen. Welche Erinnerung hast du an deinen ersten Trainer oder deine erste Trainerin? Ja, sehr positive. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal eine Übung besonders gern gespielt hatte. Das ist ja dann eher noch auf Club-Ebene, dieses Training. Und da wird eher noch gefragt, ja, was möchtest du spielen? Und wer war da der Trainer? Das will ich auch nochmal lobend erwähnen in dem Zusammenhang. Sascha Bertkau hieß er damals, genau. Und ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Warum ich darauf zu sprechen komme, wir wollen jetzt uns nämlich ein bisschen informieren über die Vereinstrainerin des Jahres. Die haben wir nämlich besucht in Freiburg im Breisgau. Das ist Eva Bürkle-Belbel, Vereinstrainerin des Jahres 2018. Im Januar wurde sie offiziell im Rahmen des internationalen DTB-Tenniskongresses geehrt. Es war, denke ich, eine tolle Laudatio, und es war ein sehr, sehr schöner Rahmen mit diesem Bundeskongress, der eben sowieso sehr gut angenommen worden war, sehr, sehr viele Teilnehmer. Und ja, es hat mich auch sehr gefreut, dadurch, dass der Peter Born einfach ein langer, langer Wegbegleiter ja von mir ist. Der kennt mich schon von klein auf, und es war natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, dass er dann auch noch Trainer des Jahres wurde, sodass da irgendwie so eine Verbindung war. 2017 kam die gebürtige Freiburgerin zurück in ihre Heimat. Dort übernahm sie die Cheftrainerposition beim Freiburger Tennisclub, gemeinsam mit ihrem Mann. Zusammen haben sie dort ihr Trainingskonzept etabliert. Ein wesentlicher Faktor ist, dass alle unsere Trainer nach unseren Entwürfen arbeiten, dass also jeder Trainer tatsächlich den gleichen Stundenablauf trainiert und auch eben angepasst auf die Zielgruppen. Also so konzeptionell eben für die ganz Kleinen bis zu den Erwachsenengruppen alles aus einer Hand eben gesteuert wird und dann auch Woche für Woche aufeinander aufbaut. Also ich denke, das ist ein Faktor, und wir arbeiten viel im Komplexbereich, das heißt viel mit methodischen Hilfsmitteln, viel mit zusätzlichen Bewegungsaufgaben, um einfach das dann dem Spieler zu erleichtern, diese doch komplexe Tennistechnik zu lernen. Bei den Mitgliedern kommt das an.
Abseits des Platzes arbeitet Eva zusätzlich im Management des Vereins und auch dort erfolgreich. Der rasante Anstieg der Mitgliederzahlen spricht für sich. Attraktive Angebote, motivierendes Training und leidenschaftlicher Einsatz für den Club führten zu ihrer Auszeichnung. Wer über ähnliche Eigenschaften verfügt, hat gute Chancen, sie zu beerben. Die neue Wahl läuft bereits und jeder kann einen Kandidaten nominieren. Eva weiß auf jeden Fall, wer für sie in Frage kommt, außer ihrem Mann natürlich. Ich glaube, jeder Trainer, der vor Ort tatsächlich Leute fürs Tennis begeistert, ist potenziell ein Kandidat für einen Trainer des Jahres und das eben auch über einen gewissen Zeitraum. Ich denke, es ist immer mal kurzfristig ein Hype zu schaffen, ist das eine, aber das halt über einen langen Zeitraum konstanten Club zu entwickeln, glaube ich, das ist eine große Fähigkeit und wer das schafft, denke ich, hätte diese Auszeichnung auf jeden Fall verdient. Eva Birkle-Belbel, die Vereinstrainerin 2018, die mit voller Leidenschaft Tennis lebt. Was ist für dich das Wichtigste, wenn es um die Zusammenstellung deines Teams geht, der Leute, die immer mit dabei sind? Ja, ich denke, jeder hat so seine Qualitäten, auf diese sich natürlich auch konzentrieren. Und das ist für mich auch wichtig, dass so jeder seinen Part hat, wo drin er einzigartig ist. Hast du gerade während der Verletzungszeit auch mal überlegt, mit einem speziellen Mentaltrainer oder Trainerin zusammenzuarbeiten oder habt ihr das so im Team gelöst? Nee, das haben wir mehr im Team gelöst. Also ich denke, wir sind von der Persönlichkeit alle sehr ähnlich. Wir ticken sehr ähnlich, wir denken sehr ähnlich. Und das war in dem Sinne so mein Mentaltraining. Ich habe offen mit meinem Team kommuniziert, auch wie ich mich fühle. Da gab es natürlich auch nicht so schöne Zeiten, aber die haben mir immer den Rückhalt gegeben und so bin ich auch dann letzten Endes da durchgegangen. Viele Faktoren also für ein erfolgreiches Comeback. Welche Rolle spielt die Tatsache, dass du ja schon mal ganz oben dabei warst und genau weißt, wie es sich anfühlt, sich mit den Besten zu messen? Ja, eine sehr große, aber für mich ist das der Anreiz oder gibt mir auch sehr viel Selbstvertrauen, dass ich einfach schon mal auf dieser Ebene war. Also ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, worauf es ankommt und das spüre ich jetzt auch von Turnier zu Turnier, dass ich dieses Gefühl schon mal hatte. Und und ich denke, so erarbeite ich mir auch dieses Gefühl wieder. Ein Anreiz sicherlich auch, da warst du ja auch schon Teil der deutschen Fed Cup-Mannschaft. Hast da schon Erfolge gefeiert? Wie sehr juckt es da in den Fingern, da wieder zurückzukommen? Ja, sehr. Also mich macht es besonders stolz, für Deutschland zu spielen. Bis jetzt habe ich ja persönlich noch nicht gespielt selber und das ist auf jeden Fall ein großer Traum von mir. Wir haben eine Fed Cup-Spielerin getroffen und zwar heißt es jetzt eine Minute mit Julia Görges. Vor manchen Matches. Kommt aber darauf an, was für Matches, auf welchem Platz vielleicht oder an welchem Tag oder ob da eine besondere Anspannung vielleicht herrscht. Ist immer unterschiedlich. Also ich kann es nicht prognostizieren, wann ich nervös werde. Das kommt einfach so. Wahrscheinlich Atemlos von Helene Fischer. Hund. Schlafen. Welches Tier? Naja, ich liebe Hunde, also Hund. Ja. Unpünktlichkeit. Spiegelei im Moment. Sonst Omelette, aber im Moment Spiegelei. Zucchini-Risotto mit dem Thermomix. Kleine Werbung am Rande. Wenn ich zu Hause bin, dann fahre ich meistens mit dem Fahrrad in die Stadt, wenn das Wetter es zulässt. Trinke dort einen Kaffee, setze mich schön an die Donau und bringe ein Buch mit meistens. Genieße also einfach das schöne Wetter, die schöne Stadt. Und falls das Wetter mal nicht so gut sein sollte, genieße ich es auch einfach zu Hause auf meiner Couch zu liegen und einfach mal nichts zu tun. Wie ist deine Zielsetzung jetzt über den Sommer? Es ist nicht so einfach, die so zu formulieren. Natürlich schaue ich auch natürlich ranglistenmäßig, dass ich es jetzt schaffe, nach den Protected Rankings sozusagen auch
diese Platzierung zu erreichen, dass ich auch so wieder in den WTA-Turnieren starten kann. Ich denke, ein gutes, realistisches Ziel, was aber dennoch nicht einfach zu erreichen ist, ist die Qualifikation von den US Open zu schaffen. Da denke ich, muss ich schon über den Sommer noch relativ erfolgreich für spielen. Ja, und so spielerisch natürlich versuche ich von Match zu Match wieder an das Niveau zu kommen, was ich halt vor meiner Verletzung hatte. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, die Mischung zu finden, aus sich ehrgeizige Ziele zu setzen, ja, aber doch ein bisschen zurückhaltend zu sein. Hast du Geduld neu gelernt während der Verletzungspause? Ja, schon. Also ich sehe das mittlerweile ein bisschen mit einer größeren Brille, aber ich glaube, von Natur aus bin ich dennoch ein sehr zielstrebiger und manchmal auch ungeduldiger Mensch. Ja. Jemand, der auch sehr, sehr geduldig sein musste, weil er lange verletzt war, das ist Cedric Marcel Stäbe. Den haben wir auch besucht und zwar zu unserer 30-Sekunden-Challenge. Hi, ich bin Cedric Marcel Stäbe. Ich trete an in der DDB-Challenge gegen meinen Coach Lars Übel. Wer kann häufiger den Ball auf dem Rahmen jonglieren? Juhu! Ja, das war eine sehr verdiente Niederlage gegen Cedric. Wobei man dazu sagen muss, so wie ich den Cedric kenne und so wie es aussah, hat er wahrscheinlich Tag und Nacht vor dem Turnier geübt. Sehr gut. Ist immer gut, gegen seinen Coach zu gewinnen. Cedric, wenn es ein Guinness-Buch der Rekorde gibt in dieser Challenge, das wäre sicherlich ein Beitrag dafür. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind am Ende des Jahres 2019. Was würdest du da gerne für eine Schlagzeile in der Zeitung über dich lesen? Da ging der Blick jetzt zum Trainer. Ich weiß es nicht. Ja, top. Nee, ich möchte das auch nicht so nach Rangliste festmachen. Das ist für mich echt schwer zu sagen. Im Dezember wäre ja noch ein Turnier, das du dreimal gewonnen hast. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich will dich jetzt nicht festnageln, weil so viel davon abhängt, wie du spielst im Laufe des Jahres. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf das, was da kommt in Nürnberg in den nächsten Wochen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Tiebreak, dem Videomagazin des Deutschen Tennisbundes. Ade aus Nürnberg.